Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Edles Vibe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jeden Tag 12 Uhr ein neues Video für euch mit dem Excel zusammen. Hi! Der mit seinem Herz immer, ey, das macht mich wahnsinnig. Ihr könnt euch in den Kommentaren da ruhig mal auslassen, ne? Das ist kein Spaß. Ihr habt doch den Kanal von Excel in den Kommentaren. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, könnt euch doch dort auslassen. Überhaupt kein Problem. In diesem Sinne würde ich aber sagen, wir starten mal rein. Wir sind heute bei Dummtüch, meine Lieben. Bei Dummtüch sind wir heute wieder mal. 600.000 Abonnenten haben die. Und V12 Panzermotor einbauen. Sehr geil. Wir schauen ja gerne mal bei Dummtüch vorbei, weil die Jungs erstens mega sympathisch, mega klasse sind. Macht einfach nur Spaß und die machen halt einfach Sachen, die nicht alltäglich sind und die für uns persönliche Meinung immer Spaß machen zum Anschauen. Deswegen schaut auch gerne bei den Jungs vorbei. Link ist natürlich in der Videobeschreibung gleich ganz oben und wir starten mal rein. Bin gespannt. So, genau. Dummtüch, sammel nicht, das geht. Ja, nee, herrlich. Ich finde immer noch Schnaps aus Ölflaschen sehr interessant. Den müssen wir mal probieren. Dieses Video wird gesponsert von Autodoc. In der Autodoc-App findet ihr viele Teile für eure Fahrzeuge. Schwierig wird es allerdings bei diesem V12 Panzermotor oder allgemein. Aber da gibt es Ablöse. Es gibt auf jeden Fall Teile für meinen Käfer und eigentlich so ziemlich jedes andere Auto. Das Schöne ist, es gibt eine App fürs Handy, wenn man es so sehen kann. Auf jeden Fall gibt man eben oben das Fahrzeug ein und schon kriegt man hier alle Vorschläge. Man kann sich, also es gibt wirklich einfach alles. Kann sich einfach was aussuchen, Motor, Dichtung, zack, gibt es hier alle von verschiedenen Herstellern. Man sieht direkt die ganzen Preise. Dann gibt es hier auch noch schöne Rabatte und Rabatte auf allen möglichen Krams. Dann Gutscheine, wenn man andere Leute verlinkt für diese App. Wenn ihr jetzt bei euch vom Auto steht, einfach, wie man es halt immer hat, man braucht irgendein Teil. Aber der hat einen geilen Käfer, Alter. Nehmen wir mal heute den Kraftstofffilter. Geht man einfach eben unter Filter, Kraftstofffilter. Zack, kann man sich schon raussuchen. Dann kann man das Ganze bestellen. Das Schöne ist an dieser App, die ist total übersichtlich. Man kann alles sehen an Bestellungen, was man schon bestellt hat. Also es ist auf jeden Fall übersichtlich. Und das Schöne ist, die Autodoc-Experten, die helfen einem sogar, wenn man nicht mehr weiter weiß, bei spezielleren Teilen. Da gibt es einen schönen Kundenservice, man kann da anrufen. Und das Ganze natürlich auch nicht nur für Käfer, sondern für alle Fabrikate, die man eigentlich so auf dem Markt findet. Außer Russen vor 12. Sorry. Das stimmt. Sorry. Die erste Teilebestellung bei Autodoc. Ganz einfach, ladet euch die App runter. Gebt unseren Gutscheincode, der jetzt unten eingeblendet wird, ein, damit ihr nochmal ein paar Rabatte und ein paar Prozente kriegen könnt. An der Stelle vielen Dank an Autodoc. Ihr wisst selber, so ein Umbau kostet viel, viel Geld und wird auch noch viel Geld kosten. Deswegen vielen Dank nochmal an der Stelle und bis dahin. Weiter geht's mit dem Video. Juhu. Ja, Mahlzeit, moin, Freunde. Ja, finde ich aber gut. Will ich mal was zu sagen? Und zwar zu Shootouts. Ich habe auch schon so Shootouts gemacht. Das nennt sich so. Das sind 60 bis 90 Sekunden Integration in einem Video, wo man einfach ein Unternehmen vorstellt und bewirbt. Anders kann man es ja nicht sagen. Und hier absolut passend zum Thema. Das haut hin. Also das ist toll. Wir haben zum Beispiel, das kann ich euch auch schon mal sagen, für unser 24-Stunden-Biwak auch den Partner Clark an unserer Seite gehabt. Es soll jetzt keine Werbung dafür sein, um Gottes Willen, aber ist halt auch so eine Sache. Ich meine, irgendwo das Video macht halt das alles auch möglich, ne? Und gerade auch wie die Jungs hier, das kostet alles Haufen Geld, ne, um Content zu produzieren. Klar, man generiert natürlich auch Einnahmen, das ist ja ohne Frage, aber für den Creator soll ja auch irgendwo was sein. Das müssen wir mal ganz klar dazu sagen, da brauchen wir nicht drum herum zu reden. Ja. Deswegen, also ich finde das, ich gehe ja mal relativ locker damit um und auch relativ transparent und alles und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Chat, schreibt es gerne mal in die Kommentare, ich lese das hier nebenbei mal mit, wir sind ja gerade im Livestream und schreibt es aber auch gerne mal in die in die Kommentare unter dem Video, YouTuberinos und würde mich mal interessieren, wie ihr das, so eine Integration, ob ihr das gut, schlecht, schlimm, nicht schlimm, ne? Freunde der Flutunterhaltung, heute mein Video wieder einmal über unseren Kettenschlepper und zwar gilt es,
den Motor heute hier einzusetzen. Vorab natürlich, schaut bei uns im Shop vorbei. Wie ihr seht, wir haben heute wieder... Oh, was bei die denn da? Neues T-Shirt am Start. Unser Kameramann hat auch eins an, ist ja geil. Boah, kriegt man das? Wie weit wir dann jetzt endgültig damit kommen, werden wir sehen, ob wir den vielleicht heute doch noch ankriegen oder nicht. Es sind natürlich noch einige Leitungen zu verbinden. Am Motor hat Stefan vorab alle schon verbunden und neu gemacht. Ja, wir müssen halt gucken, was nachher überbleibt und dann schauen wir einfach mal. Bin gespannt. Also die investieren da wirklich auch, die investieren da auch so, Zeit rein, ne? So da kannst du mal nichts sagen. Also die machen das schon. Und, wir jetzt nicht machen. Und bauen und basteln. Guck mal hier, der hat da auch echt alles neu gemacht. Naja, auf jeden Fall hier so Kleinigkeiten. Ich will nicht sagen, aber die Leitung ist nicht dran hier. Das muss vielleicht zu. Das kommt noch. Ordentliche VDO-Anzeigen und nicht irgendwelche Russentechnik, wo man nicht weiß, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Auf jeden Fall, alle Schläuche sind neu. Überall, wo man jetzt gut rankommt, dann ja, gereinigt natürlich alles. Hier sind Thermostate rein. Sieht richtig gut aus. Was machen die zwei Cola-Flaschen da oben drin? Ne? Weiß es noch nicht. Weil vorher war hier einfach nur ein Handventil drin, was man dann per Hand einfach steuern musste. Quasi die Kühlmitteltemperatur. Ja, so haben wir jetzt zwei Thermostate da drin. Und hoffen, dass es dann so klappt. Hier auch Kühlmitteltemperatursensor drin. Ja. Also, Einspritzpumpe und so, einmal Öle getauscht, einmal in einen Ventildeckel reingeguckt. Aber ansonsten, ja, hier. Leitung war natürlich kaputt. Dann ist abgerissen hier drin. Auch hier neu gebastelt. Ja. Ansonsten. Scheint doch echt was drauf zu haben. Das scheint schon Hand und Fuß zu haben, ja, wenn man das so sieht. Und ja. Ja. Die Tanks waren auch raus. Einmal von innen ausgewaschen. Da war auch auf jeden Fall richtig viel Dreck drin. Die ganzen Leitungen, die jetzt hier unter dem Motor gleich kommen oder sind. Die habe ich auch einmal alle durchgepustet. Heute ist schlecht, bisschen schlechter Sound, oder? Pustet. Hinten die Maschine mit gleich. Das ist. Bitte. Ja. Erzähl mal, sag mal was. Test 1, 2, 3. Ach, ich habe wieder, ja. Nee, ich glaube, es war tatsächlich bei mir so. Bei mir war hier gerade ein kleiner Wackler. Okay. Bisschen rüber. So, jetzt kommt da vor 12 schön rein hier. Mal langsam ab, mal gucken. Bin ja wirklich gespannt, ob sie das Ding wieder anbringen. Ey, ohne Witz. Oh, Gas, Gas, der Gas. Ja, könnte was werden. Also, völlig irre. Was mit dieser einen Pistole? Das nennt sich mal Motor. Der muss hinten ein bisschen rum, der Arm. Hinten muss der rüber. So. Da muss es rein quasi. Oh ja. Ja. Oh jetzt. Oh jetzt. Jetzt hat's gefluckt. Wird zwar enger, aber. Boah, hinten können wir die Winde ja erstmal ablassen, oder? Zum Starten. So sagen wir, vorne können wir auslassen. Alles so antreiben sonst, ne? Und wir können wirklich. Nebenaggregate! Das ganze Getriebe muss eigentlich. Ich feier den. Das muss mal dicht gemacht werden, ne? Vorher können wir Getriebe. Es könnte halt auch ich sein, ne? Ohne Witz. Ich hab da noch einen alten Pferdesattel. Ja. Kein Gas. Kein Gas. Und wie hat das jetzt geklappt? Eigentlich ganz gut. Besser als erwartet. Naja, auf jeden Fall müssen jetzt noch etliche Leitungen verbunden werden und so. Ja, auf jeden Fall ist eigentlich erstmal eine Menge Arbeit, bevor wir starten können. Naja, aber es wird. Langsam geht's voran. Das ist halt auch nicht jeden, der da, ich meine, was über Panzer bei sich hat stehen, ne? Es ist halt auch irgendwie, achso, nee, da war noch eine Kabine drauf, stimmt. Da war noch eine Kabine drauf, ja. Stimmt, die hatten noch eine Kabine, aber da reinzukommen war ein absolutes Schauspiel. Ich habe das, glaube ich, damals mal gesehen, wo die den geholt haben. Also das war ein absolutes Schauspiel. Fest. Die schneiden sich aber auch die Mullen rein, Alter. Was trinken die denn?
Was, so, wisst ihr, was hier mal drin ist? Das Mixer hier oder was? Eingebaut wurde. Oder haben wir den ja eingebaut? Da bist du schon brennend. Haben wir jetzt schon mal angefangen. Krieg ich auch immer Flitzes. Die Schräubchen anzuziehen oder erstmal durchzuhauen, was auch alles nicht so einfach war. Und hier auch. Da musste ich leider eine neue Schraube nehmen, weil, weiß ich nicht, da fehlte eine Mutter. Keine Ahnung, habe ich jetzt Gewindestange genommen und fertig. Ja, auf jeden Fall war das nicht so einfach, die da durchzukriegen. Die vorderen waren zwar drin, aber die hinteren nicht. Okay. Das Problem ist, der Motor war noch ein bisschen verkeilt hier quasi drin. Naja, habe ich auf jeden Fall mit Hin- und Herklippen und allen Scheiß reingekriegt, ohne den jetzt nochmal wieder hochzuheben. Jetzt auf jeden Fall. Ach, alkoholfrei. Werde ich. Ach, hinten muss ich noch. Da gehören diese Puffer drunter. Unter den Schrauben quasi. Da unten. Da gehören auch nochmal die Puffer drunter, dass er quasi oben und unten auf Gummi gepuffert ist. Oh, das heißt nochmal anheben oder was? Die werde ich noch drauf bauen. Danach. Wahrscheinlich. Hier die erste Ölleitung wieder einbauen. Oder zweite oder dritte, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die gehört hier unten rein. Das ist quasi der Rücklauf von der Trockensumpfschmierung. Wer findet alkoholfrei? Ja, okay, dann, naja, werde ich euch gleich weiter zeigen. Almen Leitungen verbinden. So. Boah, ey, das ist wirklich Arbeit, ohne Witz. Anfällt. Das ist halt auch nochmal richtiges Gefriemel, ne? Querträger müssen auch wieder rein, weil da sind auch die Ölfilter und alles mit dran. Ja, auf jeden Fall, ihr werdet das gleich sehen. So, der Träger ist schon mal wieder drin. Die Ölfilter oder Zentrifugalfilter, wie man das Ding auch mal nennt, ist auch wieder dran. Dann hier unten eine Ölleitung, die ist wieder dran. Die Ölleitung ist wieder dran. Zeug, oder? Auf jeden Fall ist das alles totale Wahnsinn. Fummelei. Aber das Problem ist, du kommst hier nirgendwo richtig dran. Nee, das ist wirklich so. Ja, da brauchst du was vorhin, ey. Guck dir das doch mal an hier, da kommst du ja wirklich nirgendwo dran. Da brauchst du ja Kugelfoden. Ja, richtiges Gefriemel, Digga. Daran zu schrauben. Ja. Ja, hier genauso. Kann man immer nur den Schlüssel wieder umsetzen. Also, das waren jetzt 3 Stunden Arbeit für so ein bisschen. Naja, krass. Auf jeden Fall ist jetzt schon mal das Gröbste wieder dran. Jetzt muss ich noch die ganzen einzelnen Ölleitungen an den Ölfiltern anschließen. Und dann ist das Ölsystem fast schon wieder komplett. Eine Leitung geht noch zum Kompressor. Und danach können wir eigentlich schon mal wieder starten ohne Kühlwasser. Damit man erst überhaupt sieht, ob alles überhaupt irgendwie läuft, dreht. Ja, klar, das stimmt. Nicht, dass es doch noch irgendwo was ist und der wieder raus muss. Auf jeden Fall, so kann es was werden. Ja, wie das Schicksal wieder einmal so will. Man sieht, Stefan läuft da bereits mit einem Teil hier rum, was die ganze Zeit leider nicht beachtet wurde. Weil er lag einfach hier rum. Nun, gut. Ach. Jetzt werden wir natürlich wieder einmal die passenden Teile besorgen, wie es jemals so ist. Aber ich denke mal, der eine oder andere Schrauber da draußen weiß ganz genau, wie das funktioniert, weil man kann halt nicht einfach alles im Kopf haben. Ne? Hier und da fehlen jetzt ein paar Teile, die werden wir natürlich jetzt schnellstmöglich aufholen. Aber ich denke mal, das ist für euch ein gutes Video gewesen, um zu sehen, dass es immer noch weitergeht am Panzer nebenbei, nachdem wir immer noch unseren anderen Videos drehen. Deswegen hoffe ich natürlich, dass der eine oder andere jetzt nicht unbedingt mad auf uns ist. Aber wir haben natürlich auch gute Neuigkeiten. Und zwar in unserem Intro mittlerweile haben wir ein tolles Lied. Dieses Lied soll demnächst veröffentlicht werden. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin so fleißig wie bisher. Wie gesagt, schaut im Shop vorbei. Ganz wichtig, bleibt mir gesund. Tschüss, ich mache jetzt Urlaub. Tschüss. Das ist eine Tschüss, Junge. Ich mache jetzt Urlaub. Ja, lieb. Ja, krass. Krass. Aber ist natürlich wirklich beachtlich, dass neben den ganz in anderen Videos zu Dreharbeiten natürlich auch am Panzer weitergeht. Finde ich cool. Ja. Ich bin nämlich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was draus werden wird und ob der Panzer dann wieder rollen wird. Oh, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal gucken. Bin ich sehr gespannt. Gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da, schaut bei den Jungs vorbei. Bis dahin, tschüss und ciao. Ciao.